Ja, es ist mal wieder soweit. Wir besprechen gleich die COT-Daten der Kalenderwoche 15 für die Rohstoffmärkte. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Ja, herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Ja, wir haben es mal wieder soweit. Die CFTC war so nett und hat uns am Freitagabend um 21.15 Uhr die COT-Daten zur Verfügung gestellt. Und was macht ein guter Future-Option-Trader dann? Richtig, er analysiert diese Daten. Und das ist das, was wir gleich gemeinsam machen werden. Das heißt, wir gehen wie immer vor. Wir machen uns erstens ein Big Picture im Analyzer. Dann gehen wir in die Trading View. Und last but not least versuchen wir ein Fazit zu finden. Aber eins sei vorab gesagt, wichtig ist zu erwähnen, dass die COT-Daten nur ein Teil der Analyse sind. Das heißt, auch in dem fundamentalen Bereich gibt es noch weitere Aspekte, die zu berücksichtigen sind, wie beispielsweise die Terminstrukturkurve, die Saisonalitäten und natürlich auch Open Interest. Und im Anschluss an die fundamentale Analyse folgt natürlich die technische Analyse, die darf auch nicht fehlen. Also, wie gesagt, das, was wir besprechen, ist nur ein Teil der Analyse. Und auch wir besprechen hier nur die COT-Daten und wir besprechen auch nur die Rohstoffdaten, wie es auch der Titel vermuten lässt. Wenn dich das aber interessiert, dann bleib dran. Ja, bevor wir mit dem Analyzer starten, möchte ich dir zeigen, wo du die Daten auch herbekommst, falls du es nicht schaffen solltest, dieses Video dir anzuschauen. Du kannst es natürlich zum einen dir auf meiner Homepage käuflich erwerben. Da hast du natürlich den Vorteil, dass du die Analyse viel detaillierter machen kannst. Wenn dir aber das Screenshot als solches reicht, kannst du natürlich auch über meine Homepage gehen, optionsforwinners.de. Du klickst dann auf Reports, gehst auf COT this Report und dort findest du immer den aktualisierten Screenshot der COT-Daten. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, es dir ein wenig gemütlicher mal zu machen. Du kommst einfach in den Options for Winners Circle. Dort kannst du kostenlos und unverbindlich Mitglied werden. Dir wird wöchentlich dieses Screenshot per E-Mail zugestellt und du hast Zugang zum Mitgliederbereich und im Mitgliederbereich zeige ich dir auch gerne. Im Mitgliederbereich kannst du dir die Daten auch anschauen und nicht nur die aktuellen, du kannst dir auch die aus der Vergangenheit anschauen. Du gehst hier einfach neueste nach oben. Hier siehst du das aktualisierte Screenshot, hier die historischen Daten und du klickst einfach hier auf Vorschau. Du musst dir nicht immer alles herunterladen und das ist doch ganz schön. Aber wir wechseln jetzt zum Analyzer. Der Analyzer ist schon aktualisiert, Kalenderwoche 4, 15, 13.04. Ja, das ist der Dienstag. Dienstags werden die Daten erhoben und am Freitag veröffentlicht. Und was wir hier sehen, das sind die Marktteilnehmer des Disaggregated Reports. Richtig, es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt ja den Legacy und den Disaggregated. Der Legacy ist der einfache und der Disaggregated ist der erweiterte. Der subgruppiert die Gruppen noch ein wenig mehr. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise die Commercials aus dem Legacy suchst, kannst du es auch ganz einfach hier machen, indem du die Producer plus die Swap Dealer summierst. Aber ich habe es ja schon mal versprochen, ich werde diesen Analyzer auch erweitern um die Commercials, weil ganz, ganz viele, die suchen sich die Commercials, das reicht denen aus und dann biete ich es euch natürlich auch an. Aber auch bei mir gibt es nur 24 Stunden am Tag und ich versuche es schnell zu erledigen. Aber wie gesagt, es geht immer darum, dass man die Arbeiten, die man macht, auch gut macht. Das heißt, das, was ich hier dann erweitern möchte, soll natürlich nicht nur einen Mehrwert für den Moment, sondern auch einen Mehrwert nachhaltig haben. Ja, was habe ich hier als Besonderes zu bieten in dem Analyzer? Das ist das Gap, das ist der Abstand der Nettopositionen der Producer und der Money Manager, also der Trendfolger und der Großspekulanten. Das sind ja die Money Manager. Und da haben wir festgestellt, dass je größer der Abstand ist, umso roter wird es hier. Das heißt, dann kriege ich auch mehr Short-Signale. Andersrum, wenn der Abstand sehr, sehr klein ist, dann wird es hier grün. Dann hoffe ich da, dass der Preis bald wieder steigen wird. Am liebsten habe ich es natürlich über diese drei Perioden. Das heißt, wenn ich hier mir die 26 Wochen anschaue, heißt das, dass die Nettoposition im Vergleich der 26 Wochen
angezeigt wird. Bei 52 Wochen ist es halt dann über ein Jahr. Das heißt, dann schaue ich mir an, wie hoch ist die Nettoposition im Vergleich des letzten Jahres und dann noch hier über längerfristig, über 3 Jahre. Das kann ich hier auch tun. Für mich ist es natürlich am schönsten, wenn ich alle 3 Bereiche in einer Farbe habe und am liebsten rot und am liebsten grün. Wir sind ja Counter-Trend-Trader, wir traden ja gegen den Trend. Und wenn ich mir das jetzt mal als solches angucke, dann sehe ich halt ganz schnell, es sind ja in Anführungszeichen lediglich 2. Was heißt in Anführungszeichen? Es sind lediglich 2 und das ist hier Mais und das ist hier Linox. Das heißt, wir fangen jetzt hier oben bei den Energies an. Da habe ich für mich nichts Besonderes, außer vielleicht, dass bei Natural Gas hier ein bisschen Long signalisiert wird, aber der Abstand, der hat wieder zugenommen. Das ist natürlich jetzt keine Bestätigung dafür. Wir gehen direkt weiter in die Grains und bei den Grains, da sehen wir zunächst bei Weizen. Bei Weizen hat sich der Abstand weiter verkleinert und verkleinert heißt ja in dem Fall, wir gehen immer mehr in Richtung Long und da beobachten wir natürlich jetzt auch weiter die nächsten Perioden 52 und 3 Jahre. Bei Korn, also bei Mais, da sind wir wieder, Entschuldigung, sind wir wieder auf Rekord. Das heißt, hier sind wir bei 100% in allen 3 Perioden. Also von den CUT-Daten müsste der Preis bald wirklich richtig nach unten rattern. Aber es gibt ja, wie gesagt, noch andere Aspekte, die bei einer Analyse zu berücksichtigen sind, als nur die CUT-Daten. Interessant ist jetzt hier auch Reis. Da sind wir auf 26 und 52 Wochen auf Long. Das heißt, hier sehen wir beide auf der Producer-Seite, da sind wir auch schon auf Rekord in den ersten beiden Perioden. Bei den Money Managern, also bei den Großspekulanten, da fehlt es noch ein bisschen. Und wenn man sich das hier anschaut auf 3 Jahre, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, bei den anderen Sojabohnenprodukten, da sehen wir alles in 26 Wochen auf grün, auf long. Und hier sieht man bei Sojabohnen selbst, da hat sich das Gap weiter verkleinert. Wir sind jetzt 26 Wochen auf Rekord. Bei den Sojabohnenöl, da ist das Gap eher gewachsen, was jetzt sozusagen ein kleiner Rückzug ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auf 3 Jahre, da sind wir im roten Bereich. Das heißt, hier haben wir grün, gelb, rot. Ein kleiner Wink am Rande. Das ist das, was ich nicht hoffe, was wir hier nach der nächsten Wahl sehen werden. Und dann sind wir bei Sojabohnenmehl. Da hat sich das Gap auch weiter abgebaut. Und es ist genauso wie bei Sojabohnen selbst, sind wir bei Sojabohnenmehl auf 26 Wochen in Rekord. Aber auch 52 und 3 Jahre, da sind wir noch mit ganz viel Luft nach oben. Bei den Fleischmärkten, das habe ich eben auch schon gesagt, wir sind hier auf Rekord. Das Gap hat sich weiter aufgebaut bei Lean Hogs. Bei Live Cattle und bei Feeder Cattle, da ist eine Abnahme des Gaps zu sehen. Wir sind trotzdem hier bei Live Cattle in den ersten beiden Perioden rot, bei den 26 Wochen bei Feeder Cattle auch. Geht's weiter zu den Metallen, da gehe ich auch relativ schnell drüber. Das heißt, hier bei Palladium, da sehen wir 2 rote, aber das sind rote in Anführungszeichen am Anfang mit 80% und 85%. Das ist Luft nach oben und die sind auch im Wesentlichen getrieben durch die Money Manager. Es ist aber in Anführungszeichen noch nicht ausreichend. Dann kommen wir direkt zu Kupfer. Bei Kupfer hat sich das Gap weiter abgebaut. Wir sind jetzt auf 26 Wochen wirklich auf Rekord, was Long angeht. Das heißt, so einen kleinen Abstand gab es in den letzten 26 Wochen von Betrachtung der Nettopositionen der beiden großen Marktteilnehmer noch nicht. Bei Gold hat sich auch der Abstand wieder ein bisschen verkleinert. Was heißt ein bisschen? Das ist ja schon ein bisschen viel. Wir sind jetzt hier auf 26 Wochen bei 16%. Da ist noch ordentlich Luft, wenn man das vergleicht jetzt mit Kupfer. Und bei 52 Wochen sind es noch 12%. Das ist noch nicht ausreichend. Und das ist hier auch wirklich getrieben durch die Produzentenseite. Wenn wir jetzt weiter zu den Softs gehen, da habe ich auch schon gesagt, bei Baumwolle, ich bin ja so ein kleiner Baumwollfan, das heißt, ich trade hier und da schon ein bisschen öfter Baumwolle und hier hat sich das Gap wieder verkleinert. Das bestätigt jetzt auch den Long, beziehungsweise den Trend hier oder die zukünftige Trendumkehr des Baumwollproduktes natürlich auch. Da sind wir jetzt auf 26 Wochen auf Rekord. Das heißt, in den 26 Wochen gab es noch nicht so ein kleines Gap zwischen den Producern und den Money Managern wie jetzt. Den Rest, den gucke ich mir jetzt hier wirklich nicht an.
an. Für mich Zucker, da sage ich schade, da hat sich das Gap leider vergrößert. Es wäre für mich schöner gewesen, wenn es sich weiter verkleinert hätte, weil, wie wir wissen, ein kleineres Gap würde hier mir doch mehr Hoffnung machen, dass wir bald hier auch von einer Trendumkehr aus Perspektive der COT-Daten sprechen könnten. Wir gehen jetzt, wie gewohnt, in die Trading View. Ja, das heißt, wir wechseln jetzt hier. Ich möchte noch mal kurz sagen, da haben wir letzte Mal auch drüber gesprochen, wo kriege ich diese Indikatoren her? Also was ich auf jeden Fall gerne anbiete für meinen Options for Winner Circle Bereich ist natürlich dieser tolle Gap-Indikator. Den würde ich euch zur Verfügung stellen, also jener, der in dem Options for Winner Circle ist und sich hier für den Mitgliederbereich auch registriert hat, ja, der bekommt von mir diesen Indikator ins, ja, ich sag's mal so, ins Postfach geliefert, weil guck dir dann nachher mal an, dann wirst du auf Einladungsskripte, wirst du diesen Indikator bei dir sehen. Was brauche ich dafür? Ich brauche von dir deinen Username der TradingView und dann stelle ich dir diesen gerne bis zum Ende des Jahres zur Verfügung. Bitte ein wenig Verständnis dafür, weil meine Kunden im Coaching, die bekommen das auch und die bezahlen dafür auch einen Preis. Das wäre natürlich unfair, wenn ich hier alles frei Haus geben würde. Back to Business. Wir gucken uns jetzt die Produkte an, die uns ja wirklich eben noch ein bisschen interessanter waren. Da waren jetzt hier beispielsweise Weizen. Und ich habe es eben auch schon gesagt, es ist nicht nur die COT oder sind nicht nur die COT-Daten, die von Interesse sind, es ist das Open Interest. Diesen Indikator kannst du dir auch kostenfrei hier ins Chart mit reinladen. Also da musst du einfach nur ein bisschen suchen bei Indikatoren und dann findest du den. Wenn nicht, schreib mich an und ich schicke ihn euch. So, das nächste, was wir dann halt hier uns anschauen, sind halt die Open Interest und dann guckt euch immer wirklich an, weil sehr, sehr hohe Open Interest lassen vermuten, dass es bald vielleicht auch eine Trendumkehr gibt, weil Open Interest, eine wachsende Open Interest ist eine Bestätigung des Trends, aber wenn wir rekordverdächtige Open Interests habe, dann könnte man meinen, dass die bald abnehmen und dass der Trend nachlässt, beziehungsweise dass der Trend umkehrt. Deshalb guckt euch immer auch die Open Interests an. Ja, was wir hier gesehen haben, das hat sich ja jetzt hier in Anführungszeichen bestätigt. Wir sind hier auf Rekord fast, was das Gap angeht, auf die Money Manager Seite. Da sind wir im Rekord, aber ansonsten hier, da schwimmen wir im Mittelfeld. Und wenn wir uns das bei den Producern ansehen, dann sind wir bei allen drei Bereichen noch im Mittelfeld. Also hier ist noch Luft nach oben. Wenn wir uns jetzt zu den Sojabohnen mal bewegen, es ist natürlich wirklich interessant und da gucken wir uns jetzt beispielsweise auch mal kurz die Open Interests an und da sehen wir auch schon, wo die Open Interests sehr, sehr hoch waren, ja, und dann sind die nachher runtergegangen und der Preis ist auch ein bisschen runtergegangen. Das ist natürlich immer eine Sache der Kombination, weil hier sehen wir ja auch, dass es ein Mega-Gap gab zwischen den beiden großen Big Playern, doppelt gemoppelt hält besser. Und das kannst du hier auch an dem Background erkennen, da war das Gap halt sehr, sehr groß. Ja, was ist jetzt passiert? Wir sind jetzt noch immer hier an einem Preis, der sehr hoch und sehr teuer ist. Ich weiß es jetzt auch nicht, von wegen, wo sich der Preis hin entwickelt. Was man natürlich immer mitmachen kann, ist, guckt euch die Volatilität an und bei einer sehr, sehr hohen Volatilität. Und wenn der Rest so halbwegs stimmt und auch die Terminstrukturkurve stimmt nicht, du kannst es ja mal vorsichtig probieren. Das heißt, dann schreibst du halt einen Spread ganz, ganz weit aus dem Geld. Das ist keine Empfehlung, das ist jetzt einfach nur eine Idee, wo du vielleicht auch hier und da mit einem Bein im Markt gehst. Das, was ich hier zeige, dient ja nur den Lehrzwecken. Das ist ja jetzt keine Anweisung, wie du das bitte zu machen hast oder wie du es bitte nicht zu machen hast. Last but not least entscheidest du darüber, ob du den Klick, ob du den Trade machst, ja oder nein. Wir gehen zu Korn, da haben wir natürlich, was die COT-Daten angeht, sind wir noch immer stark im roten Bereich. Und hier auch nochmal, guck dir die Open Interest an, wie die sich entwickelt hat. Die hat jetzt hier ein bisschen, ist die runtergegangen, da war natürlich ein bisschen Hoffnung im Spiel. Aber jetzt geht die Open Interest wieder hoch, das heißt der Trend, der scheint noch hier intakt zu sein. Ja, also es ist noch nicht, ja,
aller Tage Abend oder wie sagt man das, ne? Also es kann noch einiges passieren. Gehen wir zu Sojabohnenöl. Wir gehen jetzt mal die Family durch. Hier sieht man ja auch wieder, die Preise sind angestiegen. Die Open Interest ist hoch, ja, aber es geht noch höher. Guckt euch mal an, wo wir hier waren. Also sehr hohe Open Interests kann man de facto als Indikator mit reinnehmen. Und zwar nicht nur dafür, dass man bald auf einen Preisabstieg spekuliert, sondern natürlich auch auf einen Preisaufstieg. Also ein Open Interest ist ja sozusagen ein Interesse und das ist offen, weil die Kontrakte noch bestehen. Gehen wir zu Sojabohnenmehl. Oh, einmal verklickt. Ach, da geht mir so ein bisschen hier auf den Zeiger bei TradingView. Aber man kann nicht alles haben. So, gucken wir uns das an. Hier sehen wir wirklich schöne Schere. Wir sind hier, was 26 und 52 Wochen angeht, ja schon eher im roten Bereich als im grünen Bereich. Aber auf dem 26 Wochen, da sind wir halt, was Money Manager und was den Produzenten und Verarbeiter angeht, im grünen Bereich. Gucken wir uns mal hier die Open Interest an. Und da sehen wir ja wirklich einen Unterschied zu den anderen. Ja, also die Open Interest hier ist bedeutend kleiner. Im Verhältnis zur Vergangenheit natürlich. Ne? Gehen wir zu Leanhox. Da möchte ich noch was sagen. Ich hatte hier und da auch Fragen, was Saisonalitäten angeht. Hier gibt es eine Homepage Seasonal Charts. Da kannst du halt auf 37 Jahre dir die einzelnen angucken. Und wie man hier sieht, haben wir jetzt hier eigentlich einen Saisonrückgang zu sehen. Und jetzt geht es wieder hoch. Jetzt fangen wir an zu grillen. Jetzt werden die Fleischschweine werden jetzt auf den Grill geschmissen. Also hier haben wir dann sozusagen einen Preisanstieg gehabt in den durchschnittlich letzten 37 Jahren. Also wenn du jetzt shortest, würdest du ja in Anführungszeichen gegen den Saisontrend traden. Also das jetzt auf 37 Jahre. Ja, bitte macht mich jetzt nicht hier fertig von wegen, ich habe mir den Saisonchart und den Saisonchart angeguckt. Guck dir immer bitte die Perioden an, die du für deine Saisonalitäten hier verwendest. Ja, also hier immer auch Vorsicht geboten, bevor man irgendwie rausschießt mit, das ist doch falsch etc. Und wenn wir uns jetzt hier mal unser Open Interest angucken, ja, wir sind jetzt hier heute ein bisschen Open Interest, da siehst du mal von wegen, was hier alles war. Da war der Trend noch hier, das war eine Trendbestätigung, da. Und jetzt haben wir in Anführungszeichen schon eine sehr, sehr hohe Open Interest auch im Vergleich der Vergangenheit erreicht. Ja, das nur dazu. Der Preis hat hier auch einen kleinen Rutscher genommen. Ansonsten alles rot, wie man auch hier im Hintergrund des Kerzencharts erkennen kann. Gehen wir zum nächsten Fleischprodukt. Und da sind wir jetzt hier bei Lebendvieh und auch hier 2 von 3 im roten. Hier sind wir im gelben Bereich. Und was jetzt die Open Interest angeht, es ist noch Luft nach oben. Aber hier sehen wir wirklich die Preisrückgänge. Und das sehen wir hier jetzt auch ganz stark beim Mastrind. Ja, also Mastrind ist momentan de facto nicht so gefragt. Hier war es auch wirklich, hier kann man auch mal gucken, also das Open Interest ist hier sozusagen zurückgegangen. Ja, also hier waren wir ein bisschen höher. Aber das bitte immer in Kombination mit den anderen. Was das Gap angeht, sind wir ja sozusagen hier oben schon im roten Bereich. 3 Jahre fehlt noch. Dann habe ich gesagt, was mich noch interessiert, ist jetzt hier Kupfer. Wir sind im Long-Bereich, was 26 Wochen angeht. Im Rest schwimmen wir im gelben Bereich, aber wir sind auch hier näher am roten Bereich. Wenn wir uns die Open Interest hier angucken, da haben wir sozusagen ein wenig nachgelassen. Aber wir sehen auch, es kann wieder sich nach oben entwickeln. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Kupfer als Frühindikator betrachten und wir gehen davon aus, dass jetzt die dritte Pandemie jetzt nicht wirklich folgen wird, beziehungsweise nicht die produzierende Industrie erreichen wird, weil die hat ja momentan volle Auftragsbücher, dann könnte man eher glauben, dass wir noch weiter mit Kupfer nach oben gehen. Ja, also ich würde auch hier mich ein bisschen an die Seitenlinie stellen und mir Kupfer mal angucken.
Dann habe ich gesagt, von wegen hier bei Baumwolle, gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Da sind wir auf 26 Wochen wirklich auf Rekord. Leider nicht in den anderen Bereichen, wenn wir uns die Open Interest angucken. Und da sehen wir mal, wo wir mal waren. Ja, also hier haben wir ja auch gesagt, hier sind wir sehr, sehr short. Hier waren wir ja, was das Gap angeht, in allen drei Perioden auf Rekord. Und das Open Interest war hoch. Das war natürlich nochmal eine Bestätigung, dass war wirklich schön. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist ein wenig schlauer geworden. Wie gesagt, hier geht es nur darum, dass wir die COT-Daten analysieren. Wir haben uns jetzt noch ein bisschen die Open Interest angeguckt. Ich habe dir gezeigt, wo du vielleicht auch schnell dir einen Überblick verschaffst über die Saisonalitäten. Aber ich gebe hier keine Vollanalyse, was für Trades man jetzt machen soll. Es ist eher eine Analyse der Daten und dann bitte verzeih mir und sag bitte auch nicht von wegen, es bringt mir nichts. Ich finde von wegen, wenn man sich die COT-Daten anschaut, das bringt einem schon was. Wenn du jetzt einen Service brauchst, der dir sagt von wegen, kauf das, das und das, ja, dann bist du leider hier nicht richtig. Ich möchte dir zeigen, wie man sich vielleicht die COT-Daten anschaut und ich biete dir jetzt auch diesen Index als Indikator kostenfrei an. Ja, das war jetzt die Analyse der COT-Daten der Kalenderwoche 15 für die Rohstoffmärkte. Aus COT-Sicht sind wahrscheinlich nur interessant Mais und Linhox, aber ich habe es eben schon gesagt, ich gucke mir natürlich auch noch weiterhin die Grains an, die sind also größtenteils oder was heißt größtenteils eigentlich fast alle mehr oder weniger auf 26 Wochen Ebene im Long-Bereich. Ich gucke mir auch weiterhin die restlichen Fleischmärkte an und für mich ganz interessant ist jetzt auch Kupfer. Das war's mal wieder. Wenn dir dieses Video gefiel und du noch nicht Abonnent dieses Kanals bist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal jetzt abonnieren würdest. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und über jedes Kommentar. Und ich verweise wie immer gerne auf meine Social Media Seiten Instagram und Facebook und natürlich auf meine tolle Homepage optionsforwinners.de. Ich wünsche dir weiterhin ein schönes Wochenende und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.